Willkommen zu einem neuen Vlog. Wo bin ich schon wieder? In Hamburg. Und das ist übrigens meine neue Haarfarbe, weil ich euch ja letztens gesagt habe, ich weiß noch nicht so ganz, wie ich es mache. Also wir haben da jetzt den Ansatz ein bisschen dunkler gemacht und ich habe jetzt wieder Extensions drin. Fühlen wir auf jeden Fall sehr wohl. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg ins Smilodogs Office. Wir werden heute Trainingscontent für euch shooten und ich werde mein allererstes Dance Workout für euch aufnehmen. Ich bin schon sehr gespannt und aufgeregt. Also das wird jetzt nicht so tänzerisch, aber ich habe mir Bauchmuskeltraining auf ein Lied drauf ausgedacht und habe mir gedacht, das ist mal was anderes, was voll motivierend ist. Und jo, ansonsten nur ein Booty Workout und nur ein Bauchworkout. Also wird auf jeden Fall anstrengend. Vielleicht wären es One-Takes, aber ich glaube es nicht. Und morgen steht dann ein großes Shooting mit den ganzen anderen Smilodogs Girls an für die neue Advanced-Kollektion. Auch das freue ich mich auch schon, vor allem alle wieder zu sehen. Angekommen! Fühlt sich schon ein bisschen wie zu Hause an. Smilodogs! So, wir richten jetzt gerade das Setup her. Für das YouTube-Video und schauen, was perfekt ausschaut. Profi am Werk. Okay. Und ja, bin schon ein bisschen nervös und hoffe, das klappt beim ersten Take. Erstes Video im Kasten und oh mein Gott, es hat sogar beim ersten Mal geklappt. Wir sind zufrieden. Es war echt anstrengend. Ich schwöre es euch, das brennt wie Sau, einfach obwohl es nur ein 2-Minuten-Workout ist. Ihr werdet mich hassen oder lieben und ja, freue mich schon, wenn das online kommt. Jetzt geht's auch zum nächsten Workout und Outfit Change. Wir sind durch. Mein Bauch ist sowas von am Brennen. War richtig anstrengend. Wir haben jetzt alle drei auf einmal durchgefilmt und ich freue mich jetzt auf Essen. Paul hat jetzt Feierabend, schätze ich mal. Und morgen sind wir dann ready fürs Shooting. Ja, trainieren werde ich heute auf jeden Fall nimmer. Also ich zähle das jetzt als mein Workout und ja. Danke. Easy. Kameramann. Bin gespannt. Er ist super. Ich habe mir mein Essen mitgenommen, Blattspinat, Frischiertes und Couscous und das gibt es jetzt. Ich habe es gewonnen. Willkommen in meinem Hotelzimmer. Wir waren jetzt so im Supermarkt, weil wir was zu essen abholen müssen für heute Abend. Und dann habe ich ganz viele neue Low-Calorie-Eyes entdeckt, die ich noch nicht kenne. Und werde jetzt gleich das probieren, nachdem ich da keinen Gefrierschrank habe. Sonst hätte ich vermutlich noch mehr gehabt. Und dann das Vanillemousse. Das gibt es bei uns in Österreich nicht. Also das ist eh obviously nicht alles heute. Aber für morgen bin ich dann auch versorgt. Diese Hühnchenbrustfilets und was richtig praktisch ist, habe ich bei Rewe entdeckt. Das sind so Fertigmeals, wo ihr einfach nur eine Tasse braucht und kochendes Wasser. Und ja, dann ist man auf jeden Fall gut versorgt und da ist auch kein Blödsinn drinnen. Also kann ich euch auf jeden Fall empfehlen und dann habe ich noch Salat geholt. Leute, dieses Eis ist einfach 10 von 10, es schmeckt so gut und die Nährwerte sind einfach heftiger als von allen anderen Low-Calorie-Eisen. Also ich bin voll überrascht. Richtig, richtig, richtig nice. Müsst ihr probieren, wenn ihr in Deutschland seid. Guten Morgen, meine Lieben. Das Badezimmer ist irgendwie der einzige Raum, wo man filmen kann, weil der Rest so dunkel ist. Jo, ich gehe mich jetzt fertig machen. Das heißt Shooting Make-up. Weil wir heute keine Visagistin haben, aber das ist mir irgendwie sogar lieber, weil ich mich dann teilweise schon nicht so wohl gefühlt. Also ich mache es eigentlich immer dezent und klebe mir ein bisschen Wimpern auf, weil das ist dann einfach schöner um die Augen herum. Und jetzt gibt es erstmal einen Kaffee. Ich habe zum Glück so Instant Coffee im Hotel. Ich bin schon gespannt, wie der schmeckt. Wahrscheinlich nicht so gut wie meiner zu Hause. Aber mit Rewe und Desti ist Kaffee so und so immer ein Genuss. Ich habe diesen Hazelnut und Nougat mitgenommen. Es ist echt super praktisch mit den Probepackern. Done with my hair and makeup for the shooting. Habe mir auch Wimpern aufgeklebt.
Und jetzt gibt's Essen. Und zwar mache ich mir im Hotel mein Frühstück. Ich habe nämlich zu Hause abgepackt. Standard-Flockenmischung. Da ist noch für den Tasty und Flossamschal drin. Und da habe ich mein Proteinpulver. Und deswegen brauche ich nur heißes Wasser. Also voll praktisch. Und ich kann meinen geliebten Brei auch auf Urlaub genießen, weil Wasserkocher gibt es eigentlich wirklich in jedem Hotelzimmer. Bin jetzt wieder im Smiley Dogs Gym und habe jetzt ein bisschen Cardio gemacht, weil ich noch was zu arbeiten gehabt habe. Und jetzt geht es dann eh gleich mit dem Shooting los. Es ist so cool, wenn man einfach so das Gym für sich allein hat. Ich wünschte, ich hätte das in Österreich. Ich habe jetzt im Office sogar Himbeeren gefunden und mein Brei ist perfekt geworden. Und schaut mal, wer schon gekommen ist. Nelly! Bei meinem allerersten Smiley-Dogs-Shooting haben wir uns kennengelernt, oder? Ja. 2019. Das ist ewig, ja. Okay. Also war es kurz bei Smiley-Dogs. Und da ist die Tammy, die kennt ihr ja schon. Schaut mal, wer hier ist. Wer kennt diesen Hund? Unser kleiner Chefsberg, da geht hier. Aber guck mal, du bist hier im Fernsehen. Ja, genau. In der öffentlichen Aufnahme ohne Unterschrift, hä? Na, hallo! Oh nein! Hey! Also, das ist die liebe Shannon, wenn ihr in das Smiley-Dogs-Büro kommt, werdet ihr von ihr empfangen. Und ich habe jetzt gerade einen Brei gezaubert, bin gespannt, wie ihr schmeckt. Ich auch! Und das werde ich euch dann noch kurz zeigen. Ja, ich habe mal geschrieben, was ich in Dresden im Einsatz war. Nelly? Nein, alles gut. Okay. Genau, das sieht sie aus. Ja, die kennt sie ja schon. Das sind die Rohrbrust. Und Meerbrust. Und Meerbrust. Und weiter und weiter und weiter. Und da ist eines der Herzstücke. Und zwar, da hängen die baldigen Kollektionen. Und Michael ist der Designer. Wir kennen uns jetzt eh schon gut. Ja, und wir shooten heute die neue Advanced Collection. Das sind schon ein paar Teile daraus. Bin gespannt, welche Outfits ich dann anziehen darf. Und ja, sie ist auf jeden Fall richtig krass verbessert worden. Ich habe letztens schon ein paar Teile probieren dürfen und vom Stoff her ist es ja meine absolute Lieblingskollektion. Also ich werde euch auf jeden Fall dann Bescheid geben, sobald die dann gelauncht werden. Und ja, es sind ganz neue Styles auf jeden Fall dabei. Was haben wir da? Im Fotostudio sind wir hier. Die ist so ein bisschen leer. Das ist toll. Vor allen Dingen haben wir früher halt immer jede Woche zwei, dreimal das Studio mieten müssen. Und da haben wir gesagt, komm, jetzt investieren wir mal das Geld und machen. Okay, komm mal in der Location. Richtig cool. Wir haben ein ganzes CrossFit-Studio für uns. Da hängen schon die neuen Teile. Und ich habe schon eine Info für euch, die kommen am nächsten Sonntag raus. Ja, genau. Also ihr könnt es gerne mal schauen. Könnt ihr ganz oben ein bisschen down. Mein erstes Outfit für heute in Bordeaux Rot. Die neue Adventskollektion ist mit so Mesh einsetzen. Man kann ja auch eigentlich. Der Jogger ist cool. Der Jogger ist cool? Ja. I like the color. You like my color? Yes. Schaut nice aus. Merci beaucoup. Outfit aus der neuen Kollektion. Und ich mag das Rot extrem gern. Bra sitzt richtig gut. Und wie gesagt, die Leggings hat da so Mesh-Einsätze. Also es ist richtig angenehm. Und irgendwie geschwitzt. Und ja, jetzt geht's gleich los. Melly trägt das schwarze Outfit aus der neuen Kollektion. Okay, die Leggings finde ich noch nicer. Die ist schön dünn. Die ist richtig cool. Schaut sehr gut aus. Und dahinter ist schon die Tammy, auch in All Black. Making of hat Ausfallschritte gemacht. Erstes Ergebnis. Schaut richtig cool aus. Guck
Okay. Haben wir jeden dreimal. Ey, das ist härter als jedes Training. Unglaublich. Oh. Ihr müsst hier auf Flo gleich schauen. Wer ist Flo? Flo ist in this guy. Nicht zu ernst. 2-1, los! Yes! Das hat so geknallt, wirklich. Jetzt hopp eine Tasse tiefer. Smilerox sorgt für unsere gesunde Ernährung. Was sagt ihr dazu? Schmeckt's rick? Ich find's mega, wirklich. Ich bin nur gerade. Was waren das für Sorten nochmal? Was ihr braucht, das haben wir zuletzt im Kindergarten getrunken. Wirklich im Kindergarten. Das Outfit, das ihr euch zeigen kann. Der Sportbra ist einfach so meins. Und die Leggings sind mega cool. Wofür sitzt es jetzt? Da ist nämlich richtig cool der Reißverschluss und das Maldux-Logo. Es ist nur so arschkalt da. Ich will die ganze Zeit ein Gänsehaut ziehen. Ich hoffe jetzt, irgendwer bringt jetzt Tee oder Kaffee. Ja. Also allgemein, was macht für dich eine gute Leggings aus? Sagst das, du, genau, was macht der? Ich mach das, glaube ich, komplett falsch. Hallo. Das ist voll mein Gerät. Das ist richtig. Richtig geil. Mach nochmal. Voll effektiv. Und hallo. Dann bist du eigentlich echt. Magst du mir den Auto zeigen? Genau, ich nur einmal kurz, dass er sagt, hier, das ist die gleiche Leggings. Ich kann das immer so ehrlich sagen. Auch mit der Schluss da. Am Ende mal ehrlich. Und das da hinten finde ich auch. Weil ich kenne solche, ja, ich sag's wirklich mal solche, ach, jetzt darf ich mich hier äußern. Hallo. Wisst ihr, was ich mir gerade gönne? So einen richtig geilen Müsli-Riegel. Habe ich schon ewig lecker. Dann gibt es auch noch Ballisto. Ich habe als Kind immer die Rosanen gegessen. Mit Beeren. Oh ne, die sind besser. Rick hat mir jetzt auf das überredet. Nein, ich finde die mit besser. Beeren besser. Mm-mm. Nee. Nach was schmeckt da runter? Das sind Beeren. Na, Beeren ist im Rosanen. Mm-mm. Mir wurde auch das immer in Beeren. Na. Ich habe uns wieder umgezogen. Und wir haben jetzt wieder zwei verschiedene Outfits an. Also es kommen wirklich viele Sachen in vielen Farben raus. Die Farbe finde ich richtig cool, auch mit dem Orange da. Und deins ist dunkelblau, genau. Da ist schwarz, ja, aus. Die Unterschiede sind, dass wir halt auch die Logos immer unterschiedlich platziert sind. Ne? Hier ist jetzt einmal bei mir vorne. Ja, der Sportbh ist ein bisschen knapper. Also meiner und deiner ist ein bisschen mit mehr Support. Ich finde den hinten richtig cool. Ah, da habt ihr das Detail mit Reißverschlussnummer. Und wir haben uns gerade darüber unterhalten, die sind auch komplett squat-proof, trotz der hellen Farbe, was mir einfach sau wichtig ist. Und sitzen. Die Eva und die Tammy. Wir haben einmal ein Outfit in schwarz und in beige. Voilà, die Kamera ist geswitcht. Ganz wichtig, wir gehen mal ein bisschen an die Details. Und zwar hier hinten fangen wir an. Wir haben so ein geprintetes Gummiband hier als schönes Detail, was sich auch hier oben nochmal ergänzt. Wir haben einen eingenähten Reißverschluss hier hinten und das Highlight sind eigentlich die Mesh-Einsätze, die ihr unten seht. Einmal bei Eva und bei Tammy haben wir die an den Seiten eingefügt. Das Ganze ist so ein bisschen einfach, um den Sport, um euer Workout zu unterstützen und auch um die Schweißtransport etwas zu beschleunigen. Ihr seht das Detail hier vorne nochmal. Genau, und auch der Rücken hat einen schönen Ausschnitt bei beiden. Ausschnitt bei Tammy. Und ein Vögelchen hat mir gerade gezwitschert, dass ihr am Sonntag minus 30% auf alles kriegt mit meinem Code. Also auch auf die neue Kollektion. Könnt ihr euch gerne mal vormerken. Ich habe mir jetzt Essen geholt. Das gibt es jetzt noch was Warmes, weil mir ist noch immer eiskalt.
Und dann geht's eh schon auf zum Flughafen. Heimreise richte ich mir jetzt nur Operation Huhn mit Salat. Und dann habe ich nur einen Shake mit dabei. Ich bin jetzt am Flughafen und habe mir ein neues Buch gekauft. Wird ja heute noch eine längere Heimreise für mich. Ich komme erst um 12 oder so in Graz an. Und morgen geht's weiter Wellnessen mit meiner Mama für einen Tag. Und am Freitag dann schon auf nach Oslo für Fidschins. Also ist auf jeden Fall eine aufregende Woche bei mir. Waren auf jeden Fall zwei richtig coole, produktive Tage. Vor allem die Workout-Videos. Ich bin schon so gespannt, wie euch die gefallen. Und ja, hoffe, das Video hat euch gefallen.